Einmal mit Profis. Da ist man nicht in der Lage, alleine zu arbeiten, ne? Und dann sowas. Freunde der Sonne, ich bin sick as fuck, gehandicapt, aber das macht mir gar nichts. Das hält mich nicht davon ab, ans Mic zu steppen. Ich habe nämlich was richtig Besonderes für euch vorbereitet. Shit. Ich habe nämlich keinen Bock mehr auf Beats klauen. Yeah. Back to the Rook. Shit. Freunde der Sonne. Ah, genießt das, fühlt das. So wird mein Album anfangen. Gönnt euch. Yeah. Es war 1989, 45 Grad im Schatten, 12 Uhr Mittag, Sonne brannte, Wüste Süden Kasachstans, kleiner Ort, nicht weit der Steppe, bei Jambu Michailovka, Oblast Zapad, ne Berlin, dort hat alles angefangen, nicht mal 2 Jahre alt, schon mit dem Walkman unterwegs, ich war das coolste Kind im Dorf, so war mein Fundament gelegt, danach ging es über Moskau, rüber in die BRD, hier hat der junge Fuchs gelernt, wie man Deutschrap versteht, aufgewachsen zwischen Diggerkeit im Wind und bisschen platt, russisch fluchenden Verwandten, die Nachwuchs sogar platt. In der Schule Außenseiter, weil die Baggy auf 7:30. Jeden Sonntag auf dem Platz. Trotzdem Abitur geschafft, weil nichts ging, dann noch studiert. Es bereut und akzeptiert. Ich klopf den Staub von meinen Schultern, hab mich neu orientiert. Denn als Mann mir dann ein Mic gab, wusste ich, ich bin diese Frau, die den Männern jetzt beweist, woran niemand wirklich glaubt. Yeah!